Ecke unser Gast aus Argentinien, Nestor Hugo Paniagua. Aus Esperanza Santa Fe, Nestor Hugo Paniagua. So, und jetzt kommt ein echter Boxsport-Leckerbissen in die blaue Ecke, liebe Boxsportfreunde. Freuen Sie sich auf ihn, auf den Olympiasieger von Athen 2004, heute bei seinem 5. Profikampf. Herzlich willkommen, Yuriokis Gamboa! Many men wish death upon me. Blood in my eye, dog, and I can't see. I'm trying to be what I'm destined to be. And niggas trying to take my life away. I put a hole in a nigga for fucking with me. My back on the wall, now you gon' see. Better watch how you talk when you talk about me. Cause I'll come and take your life away. Many men, many, 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 many men wish death on me, Lord. I don't cry no more. Don't look to the sky no more. Have mercy on me. These pussy niggas put money on my head. Gone, get your refund, motherfucker. I ain't dead. I'm the diamond in the dirt that ain't been found. I'm the underground king and I ain't been crowned. When I rhyme, something special happen every time. I'm the greatest, something like Ali in his prime. I walk the block with the bundles, I've been knocked on the humble. Swing the ox when I rumble, show your ass with my gun. Got a temper, nigga, go ahead, lose your head. Turn your back on me, get clapped and lose your legs. I walk around, gun on my waist, chip on my shoulder top, bust a clip in your... Aus Kuba, der riesen Neue im Arena Box Team, Yuriokis Gamboa! Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Ihnen den Kämpfer in der roten Ecke vorstellen. Er ist 56,2 Kilogramm schwer, 1,70 Meter groß. Insgesamt bestritt er 22 Profikämpfe, er ist 28 Jahre alt. 17 dieser Kämpfe gewann er, 14 durch K.O. Unser Gast aus Argentinien, Nestor Hugo Paniagua. Der Boxer in der blauen Ecke. Er kommt aus Kuba. Er wiegt 57,2 Kilogramm. Ist 25 Jahre alt, 1,74 Meter groß. Bisher bestritt er 4 Profikämpfe, gewann die 4, 3 durch K.O. Yuriokis Gamboa! Yuriokis Gamboa hat schon eine große Fangemeinde hier in Deutschland. Der Ringrichter für diesen Kampf ist auch Heinrich Mühlmann ist der Ringrichter in diesem Federgewichtsfight über 6 Runden. Entschuldigung, Yuriokis Gamboa trifft auf Nestor Hugo Paniagua aus Argentinien. Heinrich Mühlmann wollte jetzt beide hier zur Ringmitte. Und nochmal ganz kurz darauf hingewiesen, dass man, wenn es geht, nicht mit den Köpfen zusammenstößt, dann Touch Gloves. Und dann gehen sie auseinander. Yuriokis Gamboa, die Experten, hallo, sind sich einig bei den Leistungen, die er bislang gezeigt hat.
dürfte er der Erste sein. Ringfrei, Runde 1. Round 1. Um eine Weltmeisterschaft boxen wird von den drei geflüchteten Kubanern. Jan Barthélemy ist dann mittlerweile in Miami, will dort für Furore sorgen. Und Otlaniel soll, sehen wir nachher noch, im Schwergewicht also. Und hier haben wir unser Gewinnspiel, SMS. Wer ist die neue, der neue Cheftrainer von Arena Box Promotion? Antwort A, Jogi Löw, oder Antwort B, Carsten Röber. Und als ich jetzt sage, da geht der Argentinier Néstor Hugo Paniagua schon zu Boden. Heini Mümmert führt ihn in die Ecke. Da wird der Mundschutz wieder eingeführt. Also, dann machen wir noch kurz mit dem Gewinnspiel weiter. Wenn Sie die Antwort wissen, dann schicken Sie eine SMS mit dem Kennwort Boxen A oder B. Und da macht Gamboa die Sache hier dicht. Man sollte eben nicht zu früh solche Gewinnspiele verkünden. Da kommt das Handtuch geflogen. Enttäuschende Leistung hier von Néstor Hugo Paniagua. Nummer 28 ist der Weltrangliste, das muss ich mir vorstellen. Also ein durchaus ernstzunehmender Gegner. 22 Kämpfe, 17 Siege, 4 Niederlagen. Ein Unentschieden, 14 Mal gewann er durch K.O. Und dann geht er hier so ein gegen Yuri Ortiz Gamboa. Da war auch viel Angst im Spiel. Wir haben uns auch hier wirklich einen erstklassigen Kampf erhofft, zumindest einige Runden lang. Und dann dieses schnelle Ende. Yuri Ortiz Gamboa hat aber wieder gezeigt, dass er das Zeug zu einem ganz großen in sich hat. Der Goldmedaillengewinner von 2004. Hier nochmal der Körpertreffer. Kurz zum Körper geschlagen, die linke. Und da geht er runter. Néstor Hugo Paniagua. Zack, ganz kurz Richtung Leber gezogen und ab die Post. Das war's. Hat er noch hinten den Stier auf dem Rücken eintätowiert. El Torito, der kleine Stier, wie er genannt wird. Er war ein ganz, ganz kleiner Stier. Ja, und da Ahmet Öner im Ring telefoniert und schon mit dem Promoter für den nächsten Kampf. Zufrieden sein kann er nicht bei diesem schnellen Ende. Kommt er durch und das war's. Da rutscht er am Seil runter, ist diesem Schlaghagel nicht mehr gewachsen. Heinrich Mümmert geht dazwischen. Was soll er auch anderes tun? Das ist natürlich schon die pure Angriffslust, die Yuri Ortiz Gamboa da beflügelt. Und dann schlägt er, bis er am Boden liegt, der arme Néstor El Torito Paniagua aus Argentinien. Diese Reise nach Deutschland, die wird er so schnell auch nicht vergessen. Ist eigentlich hergekommen, um dem Gamboa mal zu zeigen, was seine Hake ist. Und dann wird er so vertraut. So schnell kann es gehen, wenn man gegen einen Olympiasieger antritt. Sieg in der ersten Runde nach einer Minute und 5 Sekunden. Und damit auch in seinem 5. Profikampf ungeschlagen der Viertel-Durchschau. Yuri Ortiz Gamboa. Ja, Yuri Ortiz Gamboa, da bin ich felsenfest überzeugt. Von ihm werden wir noch ganz tolle Kämpfe sehen bekommen im Federgewicht. Er hat ja nur andeuten können, was in ihm steckt. Zu schwach war sein Gegenüber Néstor Hugo Paniagua, die Nummer 28 der Weltrangliste.